Gegner sind echt hart zu treffen. Die wackeln so sehr hin und her. Ja, es ist halt schwierig mit diesem Klick. Wie ist das genannt, Kyria? Tab-Targeting? Nein, Tab-Targeting ist das, was du in WoW hast. Wo du nur Tab drückst und dann direkt das Ziel lockt. Mit dem ist es halt zu einfach und nimmt zu viel Spielmechanik raus. Aber ohne das Ganze ist es recht schwer zu balancen. Ja, wenn die Hitboxen nicht ordentlich geframed sind. Ja, auch sonst mit einer Zweihand-Axt haust du halt einmal schräg durch und triffst alles. Mit Projektilwaffen ist es ein Ding anders. Das ist dann noch so. Dafür sollte der Schaden fast gleich hoch, halt dann ist das Range und Nahkampf gebalanced, wenn Nahkampf halt weiter treffen ist. Aber der Schaden fast identisch ist. Da also gibt's noch dumme Gegner. Viel schwächer machen, damit der POC. Gott, und dann gibt's noch dumme Gegner, die einfach nicht kapieren, wo man ist. Die laufen dann erstmal ewig weit weg, um irgendwie auf dem Umweg zu einem hinzukommen. Snoopy Dogg sagt guten Morgen an alle. Moin moin. Da ist schon fast wieder 12. Gott. Nee. Alle sagen, es ist nicht 12 Uhr. Ist dem auch nicht so. Meinst du, wenn die ganze Menschheit sich darauf einigt? Bleibt es trotzdem 12. Zumindest bei uns. Dann heißt es vielleicht 12, aber es ist immer noch 12. Nee, das ist nur einfach Fake. Ganz einfach. Tja, müssen wir halt noch ein paar tausend Jahre warten, dann ist der Tag länger. Langsam der Erde nicht fällt. Gott, das ist ein Plan. Genau, wo war ist aber tausend Jahre? Dann haben wir eine Sekunde nicht am Tag länger, oder wie war das? Wer die Sekunde nicht ehrt, ist die Minute nicht wert. Oder so. Vielleicht. Sternmetall. Das kann ich nicht abbauen. Nee, ich glaube, das hat 175. Ich glaube, das war 100 oder so. 175 war Orichalkum, oder? Ah. Keine Ahnung. Ich guck gleich nochmal, da ist noch ein Vorkommen. Warum hatte der Wolf eine große Axt dabei? Es war einfach das war ein Pokémon-Bus. Kennst du nicht das Pokémon? Mit dem Schwert? Hat er gefressen. Vermutlich war ich nicht verdaubar von dem Fraß. Ja, falsch abgebogen hier. Wollte ich gar nicht hier, ich will zu dem Boss. Ging's hier denn hier zu dem Boss? Irgendwo hinter mir. Doch da. Ja. Doch da. Das ist gar kein Boss, aber nur so ein Rare-Mob. Hast du schon? Okay. Das war nicht.
Ein Gero, der vor mir läuft. Was? Ah, hey. Oh, hier sind versteckte Kisten auch. Versteckte Kisten sind die noch irgendwie. Es war. Hier ist diese eine Quest, wo ihr auf so einen Turm hoch müsst an die Spitze. In Immerfall. Und wenn ihr zu faul seid, die Treppen runterzulaufen und einfach vorne in Richtung Süden runterspringt. Da sind Kisten auf den Dingern. Mensch, diese Pilze müssen ganz schön beliebt sein. Jedes Mal, wenn ich die Stängel sehe, schon alles abgeerntet. Kaninchen mit dem Speer zu legen ist irgendwie auch sehr fies. Ach ja, wenn Nabel den Blutsmist übergeben ist, dann ist sich halt Gundalf. Danke, wenn der Name den gegeben ist, vergeh ich mal geben. Ne? Natürlich ist in der Gilde Epic Fallen-Loops. Leute. Kann sich selbst als Amateur bezeichnen. Man hat ja Epic davor gesetzt. Ja, ja, also die Steigerung ist noch schlechter als noch schlimmere Amateure oder noch schlechter Amateure oder bessere Amateure oder wie ist. Das macht das nicht besser. Das ist Selbstbeleidigung, weil man denkt, das ist cool. Ja, geht so öfters. Oder halt auf Stolz auf etwas sein, was ein bisschen negativer ist oder so, ne? Sternmetall ist runde. Ja. Oh, dann. Seelenzacke. 50 Bergbau. Nee. Das haben wir abgebaut. Das ist ganz praktisch. Weil da brauchst du Alchemie, den ganzen magischen Kram. Ah, okay. Und dann fehlt mehr als die Hälfte. I don't know. Was meinst du? Ach nee, 30k fehlt nur, dann fehlt nicht mehr mehr. Ja, hier gerade im Allianz-Chat, sag ich jetzt mal. Ach so, den fehlt nur 10% angeblich. Aber ich bin halt immer sehr skeptisch, wenn Leute einfach so die Hand aufhalten und dann noch rumdrucksen. Problem ist vor allen Dingen, wenn die das haben, dann haben die dafür einen großen Vorteil. Ja, dann haben die halt einfach die Steuern und das hat dann. Richtig, weil der erste Steuern hat, kriegst du die nächsten 100k wahrscheinlich Level zusammen. Vor allem, weil der alle die Level 3 Gebiete sofort aufrüsten werden und Leute weitermachen können. Und damit haben sie dann halt die ganzen Leute dran. Ja, das einzige mit den hohen Dingern und dann kannst du direkt mal auf 10% nur setzen, die Steuern und ganz schnell ganz viel Geld. Aber
Er ist ein ganzes Stück weit weg davon. Wir sind bei 10.000. Ja. Ich wundere, waren wir gestern bei 7.000 und wir haben das alte schon verloren. Ich habe heute recht viel in Crafting reingesteckt. Bin jetzt bei 500 wieder. Ich kann gleich noch was spenden. Bin aber auch verglichen mit den meisten relativ niedrig, bin erst 17. Wir haben ja schon 24er. Ja, okay, gut, ich bin sogar 20, aber ich habe ein bisschen spät angefangen heute. Okay, du musst auch immer dazu sagen, dass du dir eine Verschnaufpause von Reichen gegönnt hast gestern. Ja, genau daran wird es liegen. Nicht, dass ich immer sinnlos in die Gegend laufe. Und irgendwie keinen Schaden mache von den meisten. Obwohl ich mir gerade eine Syndikatswaffe geholt habe. Weder mit Eisen wenig Probleme. Mit Eisen hat hier. Oh, ich bin hier aber zur Hauptquest gelaufen. Das Beil macht auch nicht ganz so viel Schaden, aber die Angriffsgeschwindigkeit vom Beil ist halt so extrem hoch. Ja. Vor allem mit Berserker wurde ich nochmal steigert, ne? Ja. Oder die Flurry Attack, du hast halt einige Möglichkeiten, das zu machen. Ich kann nicht sagen, ich muss das nur beschweren. Von der Axt zum Querwechsel kannst du gut, aber von der Axt nicht. Ich langsam. Jedes Mal sehe ich schon die Animation und beende sie nicht. Das schadet dem Spielgefühl. Magnamura schreibt, das mit den Kopfschüssen würde mich auch interessieren. Ich denke mal, dass ich mich da bis Mitte Oktober mal einlesen werde, wie die Sniper-Skillung ist. Naja, muss halt genau treffen. Und dann gibt es halt Perks hier bei Bogen für Kopfschuss, dass du dann mehr Schaden verursachst und dass du HP zurückbekommst für jeden Kopfschuss und solche Sachen. Beim Gewehr gibt es das auch, da ist es nur mehr Schaden und es gibt dann halt, ich glaube, dass die noch, dass du ihn dann nicht niederschlagen kannst. Das ist echt krass. Die Kühlung geht auch runter von dem einen Skill. Ist aber eine ähnliche Kühlung mit dem Farbstab, oder? Jetzt muss ich wieder runter. Ah, jetzt weiß ich, warum ich den Questbereich nicht finde. Ich befinde mich über der Höhle. Das ist anscheinend keine Höhle. Hatte ich auch schon öfters mal. Heilix Blechli als Gildenname. Okay. Sind sie wenigstens bei den komischen Templern oder anderen Dingern? Steht da nicht bei. Bündnis. Was ist Bündnis? Ja, dann passt zu Hessen. Bündnis sind die gelben, ne? Ja. Okay. Ich sehe mal eine Farbe von dem Bild eigentlich. Nee, in dem Chat ist alles gelb. Achso. Ja. Lass mich raten, da komme ich auch wieder nicht hoch. Doch, darum. Ja, ich wurde gewarnt, dass der Stab nicht so toll sein soll. Also Damage Output erst ab 40 rum. Aber ich beiß mich da jetzt durch und hoffe, dass wenn ich denn da ankomme, das Skill wenigstens hoch genug ist. Anstatt dass ich jetzt auf irgendeine andere Waffe wieder wechsle und dann bei 40 wieder zurückwechsle, das ist wahrscheinlich noch schlimmer. Das tut mir leid, wenn jemand das Tank und anzieht. Das Tank ist nicht das Problem. Schaden ist aber zu wenig. Ja, du hast dann auch mal AOE-Fähigkeit, das heißt, wenn ich nicht in drei Leute ziehe und die drei Leute auf den Punkt halte und dann AOE-Fähigkeit reinhaust. Ja. Stimmt, ja. Dann ist der Schaden halt auch nicht so schlecht, weil der Schaden ist wahrscheinlich Daumen gewählt, wenn du mit AOE hast. Das ist aber halt im Solo-Kampf blödsinnig als Magier.
Ja, sobald wir dann Dungeon rennen, können wir das richtig angenehm. Das ist, sag ich. Ja, vor allem haben wir halt auch einfach jetzt zum Beispiel sehr viel Eisen in Engineering gesteckt und können das nicht wirklich nutzen. Wäre vielleicht nicht sinnvoller gewesen, das einfach alles zu verkaufen. Mhm. Ich glaube, dass diese Gruppen, oder die Gruppe jetzt da, die sehr viel Gold halt einfach alles verkauft. Ja, vor allen Dingen am Anfang, sehr viele Ressourcen, wo man Skill hat, aber vielleicht ist nicht so der Handwerkskill. Vielleicht tatsächlich die bessere Methode ist. Hm. Ich würde jetzt gerne alles verkaufen, aber ich habe kein Geld, um alles verkaufen zu können. Ich habe dir doch 100 Gold geschickt. Hast du? Achso, willst du haben. Das habe ich gar nicht gesehen, Mensch. Nein, ich habe keine 100 Gold. Nur. Das geht niemand anderes. 12 oder so. Oder ähnlich. Nein. Oder eventuell, mal, ich hatte ein bisschen Gold, ja. Ich habe mich gefragt, wo das herkam, aber. Das ist gleich verschwunden. Also, das ist gleich verschwunden, weil ich habe das nächste Zeug reingestellt. Das ist ganz schön teuer. Das kann ich mal ein bisschen gucken. Da gibt diese Karte von der Höhle, gibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Also. So überhaupt kein. Himmelfahrt. Gibt es überhaupt eine Karte, wenn man in Höhlen drin ist? Oder ist einfach die topografische Karte von. Ja, also ja, die Map, aber wie gesagt, ich war gerade über der Höhle, weil ich dachte. Ja, die Map ist teilweise auch komisch, weil die. Teilweise so Sachen anzeigt, die halt unterirdisch sind. Deswegen ist das irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, und halt, wenn du mehrere Ebenen hast, dann ist nicht ganz klar, welche Ebene jetzt auf der Karte eingezeichnet ist. Ja. Also hier habe ich zum Beispiel irgendwelche Pfade, die halt mehrere Ebenen, die halt übereinander gehen. Und irgendwie gar keine ist in der Karte eingezeichnet. Also ich habe keine Ahnung. Bin aber sehr verwirrt. Das liegt ganz sicher an der Karte. Ja, ganz sicher. Nicht daran, dass du irgendeinen Höheneingang übersehen hast oder so. Nee. Ach, hier gibt's einen Boss. Jetzt muss ich warten, bis der Boss spawnt. Meine Bank ist bald voll. Dum, dum, dum. Ja, meine auch. Es ist schlimm. Alles verkaufen. Ja. Wir sind arm und brauchen das Gold. Genau. No. So, Boss, komm, spawn mal. Vielleicht habe ich Taschen verkauft. Ich meine, die kosten 250 das Stück, so gesehen, zum Herstellen ungefähr. Das ist Ressourcen, wenn ich die für 3-4 verkaufe. Ich glaube das. Ja. Ich denke auch, die Eisenwerkzeuge können gut Gerüst bringen. Ja, weil die bei den Boni, wenn du einen guten Boni hast, wie zum Beispiel mehr Erfahrungspunkte oder sowas, geht dann wieder los. Du bekommst halt am Anfang diese 90 Erz, ne? Also da hast du halt deine die meisten Werkzeuge, die du dann haben willst. Nein, 90 Erz ist ein Werkzeug. Ah, krass. Weil du brauchst 10 Erz für einen Barren und du brauchst 7 Barren für ein Werkzeug. Okay. Also hast du anderthalb Werkzeuge, juhu. Okay. Ja, das hat aber hohen Smelting den Vorteil, dass du mehr Sachen rauskriegst. Ja. Aber das hast du zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und selbst wenn, kriegst du wahrscheinlich in der Regel nur einen Bonus und dementsprechend ist das nicht so.
Die Leute warten dann auf den Boss, aber weil sie das nicht können, wird hier alles abgerodet und die Steine werden abgebaut. Ja, Zeit hat sie benutzen. Ja, ah, ich bin hier bei dem Wasserfall, wo jedes Mal, wenn man den Baum schlägt, es wird durch. Was? Ja, das habe ich gestern gehabt. Oh, das war so furchtbar. Jedes Mal, wenn du die Axt in den Baum versenkt hast, hat der Wasserfall ausgehört zu rauschen. Okay. Und wenn du die Axt wieder rausgezogen hast, hat er wieder angefangen zu rauschen. Das war so furchtbar. Das war grauenhaft. Ich bin dann ganz schnell weggegangen und hab richtig umgedreht. Ich habe aber nichts zu tun, ich war doch den Fakt Boss. Boah, ich bekomme da schon Gänsehaut wieder, wenn ich dran denke. Boah, war echt furchtbar. Ist nicht vorstellbar, dass man das erlebt hat. Ja? Achso, jo, es ist jetzt Essen. Guten Hunger. Aha, ist Essenszeit. Guckt der Boss noch oder, logge ich jetzt aus? Ach. Kannst du dich ausloggen und vor Science und sagen, wie lange ich hier bin? Ja, das sage ich euch dann, wenn ich wieder da bin. So in 20 Minuten oder so. Naja. Ich bin da. Gute Nacht. Frohen Hunger. Oh Mann, ey. Also der Lohnerregung ist einfach ausgekommen. Man kriegt erst den Speer ab, der niederschlägt, steht wieder auf und dann kommt der Typ mit der hohen Axt auf den Buchrand und zack. Gut. Das ist schon süß. Der Sprintangriff von der hohen Axt ist echt krass. Ich würde gerne Pause. Weil ich jetzt sagen muss, die Headshot gefällt mir immer mehr, seitdem ich jetzt keine Stufe 4 mehr habe. Tatsächlich ein bisschen. Vor allem mit dem Fury. Weiß jemand, ob der Timer von dem Brett eigentlich startet, sobald man eine Quest abbricht? Oder ist es ein interner Timer, der einfach alle 30 Minuten... Du kannst den Timer oben sehen. Sobald du die abbrichst oder annimmst. Nee, du kannst den Timer oben sehen. Wenn du oben in rechter Seite auf dem Feld bist, siehst du den Timer, wann die Delta neu gewürfelt wird. Okay. Eine halbe Stunde, glaube ich. Du kannst halt gucken, okay, sprichst du 5 Minuten ab, dann machst du das Abbrechen, die du nicht haben willst. Nimmst die anderen an, dann kommst du wieder. Wenn du das alles ja, aber wenn du eine aktiv hast und da ist eine im Hintergrund, du hast immer eine im Hintergrund. Ja, die ist im Hintergrund, also die kriegst du, wenn du abbrichst. Und wenn du die abbrichst und die nächste annimmst, dann startet der Timer. Weiß dieser, also hast du oben extra einen Timer, wo dran steht, wann die wieder das wird. Wie sie spawnen. Sehr gespannt, ob sie den gleichen Speeder nehmen oder nicht. Also ob ich einfach nur Paranoia habe oder. Ja, also ich denke ziemlich sicher, dass sie das nehmen werden. Also warum sollten sie nicht? Ne, die können auch einfach sagen, wir halten mal die Hand auf und gucken, wie viel kommt, aber die haben eigentlich auch erst so viel wie wir und sagen die ganze Zeit nur, sie haben 80%. Weißt du? Also ja, klar. Aber gestern haben sie das, also das ist schon sehr aufgezogen. Die sind schon den ganzen Tag gestern am Sammeln gewesen. Ist das die gleiche oder eine andere? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist die gleiche. Also wenn es die vierte Legion ist, dann machen die das schon... Nee. Gestern war das Imperium gespammt. War Imperium? Ah,
das ist Flusskresse und ich habe gerade Flusskrebse gelesen. Da die Flusskrebse sehen seltsam aus, wenn man die so an der Pflanze ernten kann. Ich sollte vielleicht auch essen gehen und vielleicht nochmal schlafen gehen. Aha. Und vielleicht nochmal in die Schule gehen. Aufsetzen. Kriegt man auch ganz gut Erfahrungspunkte für seine Zweitwaffe, wenn man die gerade wechselt. Man stellt sich an Boss und haut heilt einfach die Leute, die kämpfen. Wenn man Startlevel ist, gerade dann relativ einfach. Ja. Das ist auch die einfachste Methode, um den Boss zu bekommen. Ja, das habe ich gestern ja auch so gemacht. Also nicht ich persönlich, sondern ich habe mir einfach einen Heiler eingeladen. Ich sehe vom Boss, ich vorhin den Boss dachte so, keine Spieler ringsherum. Ich krieg dich platt. Da bleib über mir und Boss, das schaffe ich nicht. Sollten wir vielleicht mal hingucken. Ja, wobei das Aufstufen dauert auch eine Weile, ne? Muss man erst Quests machen. Ja, aber je mehr Quests von ihnen gemacht hast, desto schneller wird es halt praktisch. Und wenn wir wirklich alle an die Quests setzen, dann geht es gleich schnell. Hm. Oh ja, dass wir da unsere Werkzeuge machen, auch wenn es viel kostet oder so. Ja, sobald wir alle erstmal Stahlwerkzeuge haben, wird es ein guter Sprung mit der Geschwindigkeit vom Abbauen. Ja. Dadurch können wir wieder auch mehr Geld machen. So, ist es auf jeden Fall besser, dass es eine Syndikat-Kompanie kurz davor ist und dann nicht irgendwie... Wir wissen ja nicht, wie kurz davor die anderen sind, weil wir deren Fraktionschat ja nicht sehen. Aber ich halte es jetzt für unwahrscheinlich, dass zwei gleichzeitig kurz davor sind. Und die Legion ist ja, glaube ich, eine der größten Gruppierungen überhaupt auf dem Server. Guck jetzt gleich nochmal. Das erste Regiment, okay. Und Elite-Pöbel, das sind beides. Marauder. Marauder. Aber das Imperium ist unser Groß. Und dann wundert es mich, dass Marauder es noch nicht geschafft hat. Die zwei der Kompanien auf dem Niveau haben. Also mit Mitgliederanzahl. Es muss halt organisiert sein und wenn die das aufsplitten. Ja, es ist halt wäre interessant, ob sie der Fraktion nochmal gesondert Steuern geben könnten, dass das möglich ist. Das heißt, der Fraktion, keine Ahnung, 5% und allen anderen Spielern 10% gibst du das so. Was meinst du? Den Steuern. Den ist ein Crafting-Steuern? Ja. Bist du der Fraktion, also Syndicate? Dass also du deiner eigenen Fraktion Rabatt gibst und andere Fraktionen mehr zahlen müssen, das meint er. Genau. Du hast aber schon den Vorteil, dass du jetzt mehr schneller porten kannst und so weiter, also generell, wenn du gleich eine Fraktion bist, die das Gebiet gehört, also hast du schon Vorteile davon, wenn das Gebiet der Fraktion gehört. Die Teleportkosten sind niedriger, zum Beispiel. Und die Sammelkisten und so.
Außerdem gibt es ja die Buffs, es gibt ja 4 Sektionen bei Stadtquests, immer die normalen, die Ausbauquests für die Stadt, die Ausbauquests für das Fort und dann gibt es noch diese Lebensbuffs-Quests, die so 7 Tage halten, die Live-Tage. Also das heißt, die gelten diese Lebensbuffs gelten für die gleiche Fraktion. Das sind so Sachen wie schneller abbauen, mehr Ressourcen abbauen. Ja, XP gewinnen sind spätestens dann. Die geht dann den ganzen Gebiet lang für die gleiche Fraktion. Der das Fort gehört, das Fort kann man aber unabhängig von der Region besitzen. Das lebende Überbleibsel. Weiß jemand, wo das in der Adamantitfamilie ist? Du bist. Das ist einfach nur ein Altar, damit du musst das, da wo du gelesen hast, mal anklicken. Das ist ein blöd gemacht. Also, wenn du schon gelesen hast, musst du einfach nochmal lesen. Was denn da? In der Mitte da, eigentlich raus, glaube ich, das. Oh. Ja, dann bist du ein bisschen hinter mir. Das ist gerade nur eine Quest vom Brett. Ach so, okay, dann. Glaube ich. Ah, du bist trotzdem hinter mir. Nee, keine Ahnung. Da ist jetzt die Haupt. So, das ist der Hauptquest, doch, ja, das ist ganz gut. Ah ja, Boss ist es. Oh, und ja, das ist für Quests ganz witzig. Mit 25 Schützen der Höhle, da muss in diesen scheiß Hinkel rein. Das ist blöd. Schafft er nicht mehr solo. War's nicht gerade schon 13k vorhin? Nein. Ah, aber da steht jetzt gerade noch 14k, jetzt steht da 15k. Bin ich. 3. Hi. Scheint aber Fahrt aufzunehmen. Ja. Na, die wollen die mittlere Stadt nehmen, ha? Huh? Wahrscheinlich. Immer vor eigentlich beste Strategie ist dafür, weil da wirklich ein zentrales für alles. Aber nicht so schön. Und in PvP Games geht es ja auf jeden Fall um die ums schön sein. Ja, absolut. Ja. Eindeutig. Bratanio macht ausgezeichnet Server. Ich habe leider keinen Befehl für. Wir sind aber auf Trutheim. Das ist einer von den neuen Servern, die gestern gemacht wurden, um den Überlauf hinzubekommen. Und bisher ist es hier sehr angenehm, was die Warteschlange angeht. Surtheim, ja. Mhm. Ja, du hast ja doch einen Command. Schau mal, das hat funktioniert. Da. Würde ich nicht drauf bauen. Irgendwann wird das Programm stinkig, weil es immer wieder schreiben muss und dann, ja. Das Programm, DD. Programm. Besser? Holbert. Nein. Da, Kavar, du hast ein Subprogramm. Ein Kyria? Nein. Okay. Zu Deep Dive das Ganze. Ah, da muss ich hin. Ich soll Truhen suchen. Ich wollte nur den Schreibfehler korrigieren, falls jemand danach sucht. Ach so. Ich dachte, du wolltest das imitieren wegen dem Programm-Gag da. Buchstabendreher während des Fights schreiben passieren. Also. Jo. Ja.
Fraktionsmarken nämlich scheiße, ich muss dann rausgeben, ja. Ich habe auch alle meine gerade für den Stab verbraten. Aber hat sich einigermaßen gelohnt. Und bei dir rein, wenn wir ein gutes Tier finden. In der ersten Stufe. Steuern sind nur für die Gegnerfraktion. Das wäre mir auch neu. Aber ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Schauen wir mal. Ah, okay, also scheinbar. Also entweder kooperieren die gerade alle und alle schreiben das, ja, das ist so. Oder es ist tatsächlich valide. Dann kann man sich echt überlegen, ob. Also, ob man vielleicht überprüfen und ob man da vielleicht dann denen kurz hilft. Das ist aber wobei, die haben sie im Laufe des Tages, wenn jemand unser Geld. Ja, dann können wir trotzdem auch unser Gebiet irgendwann holen. Ja, genau. Bison. Es wälzt sich einfach gerade vor mir im Staub. Oh. Jetzt ist es tot. Oh. Nee, nicht. Jetzt ist es tot. Armes Bison. Es starb. Du hast es bei dem, was es liebte. Ja, ich hab's an dem Leid befreit. Ich glaube, es hat sich am Rücken hat es Juckreiz gehabt. Kam meine Jepp gerade an? Ich sehe das bei mir im Chat gar nicht. Ja. Ja, bei mir war gestern auch sehr verzögert. Wenn Erntearbeit 50 bringt per se jetzt auch nichts die Stufe. Okay. Muskelmeid sagt, Mahlzeit, wie geht's so vorwärts? Auch ganz gut. Also geldmäßig hinken wir noch ziemlich hinterher. Level kommen aber voran, Hauptquests auch. Da passt eine andere Gilde aus unserer Fraktion, also die von den Syndicate-Leuten, ist jetzt kurz davor, ein Gebiet zu kaufen. Das heißt, wir können dann da hoffentlich auch bald die bessere Werkbänke nutzen und dann besser Tolles kriegen und dergleichen.
Sobald es Rang 3 gibt, gibt es Stahlwerkzeuge für uns. Ja, Rang 3 Werkstatt. Ja, ich habe jetzt noch 12 oder 15 Stahl. Ich glaube, Radix, du hast auch noch ein bisschen. Ich habe jetzt leider mein komplettes Eisen ins, sonst ausgestellt. Aber wenn es noch da ist, nehme ich es raus und dann. Ich habe einiges Stahl. An Eisen und Stahl. Da hast du ja einiges. Komm ich! Und wahrscheinlich noch selber ab. Oh, 50. Steht gerade einer vor mir, der heißt Xeppo, und daneben steht einer, der heißt Xeppi. Bilden Pärchen. Sie stehen in einem seltsamen Abstand hintereinander, so als würde der eine nur dem anderen hinterherlaufen, synchron laufen. Nee, ob laufen. Es ist schön zu wissen, dass noch jemand paranoider ist als ich in der Gilde. Ey, erst sowas wie Botter, da verstehe ich. Weiß ich nicht. Beobachte das mal. Da verstehe ich, dass. Nee, die laufen in verschiedene Himmelsrichtungen. Ja, das haben sie bestimmt gehört von dir gerade und deswegen machen sie das. Mhm. Ich bin da jemand, der in World of Warcraft den Bots hinterherläuft auf dem Mountain, alle nach und nach reportet. Albenkind sagt, wir haben auf unserem Server gestern um 12 Windwards gekauft. Habt ihr auch schon eingenommen? Steht denn noch gar keine? Also unser Server ist wesentlich ruhiger, weil es halt einer von den ganz neuen ist. Wo die eingestammten Gruppen nicht so sind. Eine Companion, Company ist aber kurz davor, was zu kaufen. Sie sollten jetzt das Geld haben, also tappert der Typ hoffentlich hin und wir kriegen gleich eine Nachricht, dass wir das erste Gebiet erobert haben. Und vor allem haben wir hier nicht so die Streamer wie auf dem Server. Ja. Nicht die großen organisierten Gruppen. Genau. Die dann einmal Händchen aufmachen. Also hier wird es auch gerade Händchen aufgemacht, aber. Nicht innerhalb von 20 Minuten des Servers starts. Dann frage ich mich gestern, wie das geklappt hat, innerhalb von einer Stunde erstmal das Level zu erreichen. Kostet 100 Leute, 1000 Gold sind. Ja, aber du musst ja auch erstmal Syndikat beitreten, das, oder einer Gruppe, also, weißt du? Du musst auch erstmal das Level haben. Das dauert ne, maximal eine halbe Stunde. Yeah. Ja. Halbe Stunde, Stunde hast du das easy gemacht. Haben die wenn das du echt weißt, was du tust. Ordentlich getackt. So. Du brauchst eingeloggt nur einen Streamer mit genug Followern, der das organisiert, und dann geht's los. Achtung, du hast die Essort-Grenze. Bald frei. Okay. Ja, das geht schon den ganzen Tag. Den ruhig mal zwischendurch ein bisschen porten und Zeit sparen. Ja, mach ich. Ich sage nicht, dass es bei Pausen liegt. Muss ich zugeben. Es waren eben noch 300, die fehlen. Okay. Ich hatte meinen Timer gestern auf, wie viel war das runter? 166 Stunden. Noch was. Also bei mir ist es jetzt gefixt. mit denen ja, jetzt ist es bei mir auch gefixt nach dem Relog. Sieht aber stabil aus, denn Feuermatch, es geht. Also hätte ich von derselben Qualität her irgendwie eine Zweihand-Axt oder eine Hatchet, würde ich vermutlich schneller killen können und dergleichen. Aber mein Hoffnung gerade ist halt, eine Hatchet, weil du die doppelte Geschwindigkeit hast bei gleichem Schaden. Ja, aber ich hoffe halt, dass sich das im Endgame bezahlt macht. Vor allem auch, weil es jetzt halt weniger Leute machen, weil es halt nicht so viel bringt. Denn ja, sind vielleicht auch mehr Stäbe im Angebot und so weiter. Mal gucken, wie das aufgeht. Das erinnert mich, ich müsste nochmal Richtung Edelsteine fliegen gehen. Ich brauche 1000 Edelsteine und eine Axt. Albenkind schreibt, ich hatte so im 30-Minuten-Takt 500 Gold. Wie? Welchen Level hast du schon? Ja.
Verdächtig nach dem Start davon. Ich hätte euch auch schon eigentlich bestimmt so 2000 Gold in die Kasse gerufen, also. Ich auch. Ja, aber 500 Gold alle 30 Minuten ist schon ein anderer Schnack, ne? Da könntest du alleine innerhalb von 100 Stunden ein Gebiet erobern. Wenn ich jetzt wirklich pur mich fokussieren würde und die Quests nochmal abradern würde, wäre ich auch relativ wahrscheinlich bei ein bisschen mehr so humanoiden Gegner farmen. Weil die ja gar nicht so Gold worden. So 4 Stück. Ja, ich würde irgendwo ein Low-Level-Gebiet suchen, wo ich halt gleich schnell umhauen kann. Das wäre unter mir oder so und dann fahren. Wie ist es denn mit den Handelsposten? Sind die separiert oder ist Handelsposten serverweit? Handelsposten sind pro Stadt. Pro Stadt? Ja. Krass. Ja. Also du kannst theoretisch Geld damit machen, dass du irgendwo billig Sachen aufkaufst und woanders sie dann verkaufst. Gerade was Ressourcen angeht, zum Beispiel mit Hanf, da gibt es ja recht viel bei diesem U-Gebiet. Und wenn man dann nach ganz Süden tingelt, wo dann weniger ist, ja, ginge vielleicht auch. Ja, Eisen und Stahl in den Gebieten, wo wenig wächst. Das ist wie Mountain Blade. Da, wo wenig ist, bringst du es hin und da, wo viel ist, nimmst du es weg. Nehme ich mal meine Eisenbahn raus, nur meine 200. Ja, die müssen auch erstmal das Ding erweitern, ne? Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ah, stimmt. Aber ich würde da gleich dann auch, also wenn sie es wirklich gleich erobern, dann gehe ich da hin und mache da dann die Quest, weil es auch mehr Quests auf einmal sind. Erleben ist. Quests sind ja nicht wirklich anspruchsvoll, man kann die einfach ablaufen und pro Quest gibt es 50 bis 80 Gold. Also ich bin jetzt in einer halben Stunde hier bei der einen Quest und suche die richtigen Kisten, weil ich die Gebiete ja noch nicht kenne. Dass man Questbelohnungen, also aus diesen Loot-Kisten, sag ich jetzt mal, nicht im Aktionsfall verkaufen kann. Was? Weil die werden zwar beim Ausrüsten erst gebunden, aber ich kann die irgendwie nicht verkaufen. Genau, das eine ist beim Aufheben gebunden, das andere ist beim Ausrüsten gebunden. Ja, steht bei, da dabei, ja, beim Ausrüsten gebunden. Ja. Aber irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich immer, wenn ich das aus den Kisten nehme, von den Quests, dann ist es irgendwie nicht im Aktionshaus verkauft. Das ist halt die Frage. Ja, das ist so aus dem Weg. Steht nicht mit dabei. Aber dann müsste es ja beim Aufheben gebunden schon sein. Weil ich habe ja vorhin zum Beispiel. Fällt mir der Name gerade. Dem Nergal die Moskete aus der Eigenquestbelohnung in die Hand gedrückt, aber ich konnte die irgendwie nicht verkaufen. Oder ich verstehe den Handelsposten nicht beim Verkaufen. So, Attributspunkte. So, Quest endlich fertig. Die da ist zu hoch für mich und das PvP-Quest. Die da sind alle viel zu weit weg, also für die andere Stadt. Erster Offizier May. Wäre natürlich auch lustig, wenn das auf unserem Server das Kaufen von Gebieten einfach buggy ist und andere Fraktionen schon probiert haben, das Geld einfach verschwindet.
aber es niemand mitgeteilt. Da hätte bestimmt schon jemand rumgeschrien. Ich glaube, dann wäre im Forum schon Alarm gewesen. Ja. Nicht nur vermutlich, 100%. Ja. Also die Musik. Toll. Oh, Musik. Ich glaube, die wird aktiviert. Ah, ne, da ist welche im Hintergrund. Leise. Ja, wenn ihr Ressourcen sammeln wollt, ich kann euch schwache Fertigkeitsstärkungstränke geben, die für 10 Minuten die Menge erhöhen, die ihr aus Rohstoffen sammelt. Oh, das klingt praktisch. Um 5%. Und danke an XX unterstrich alle XX. Moin moin. Ich laufe in die falsche Richtung. Supporten. Und da auslaufen. Und ja, es werden die PvP-Quests abgebrochen, das ist richtig, aber die PvP-Quests sind eh gerade unten im Süden und für mich zu hoch. So kriege ich dann gleich neue. Oha. Seid ihr auch dran. Danke. 273. So, in meinem Fall ist er beansprucht. Schön, bin gerade rausgegangen. Ich habe es mitgenommen. Ja, yep, ist schön lila. Wie lang das jetzt wohl dauert? 270 Plätze. Wie 270? Achso, Warteschleine. Ja. Das wird langsam voll, ne? Wenn ich ja genau zur richtigen Zeit komme, dass ich gleich reinkomme. Nee, der Bär ist tot. Hat ihn erwischt. Ich grüße dich, Sucher der Wahrheit. Und das heißt Respawn. Oh, schön. Quest nehmen. Also, und ich krieg für die Quest keine 50 Goldmünzen, ich krieg für die Quests 7. Ja, für diese. Er meinte für die Stadtquests da, oder was? Die Stadtquests. Ja, da bekomme ich auch 3. Oder 1 Gold für 80 Holz. Das wäre meine pro Runde, wenn du eine komplette Runde gemacht hast, oder? Sollte bei denen einfach der Golddrop erhöht gewesen, weil das ein Streamer-Server ist oder so. Oder weil das Gebiet schon beansprucht war, weiß ich nicht. Ich glaube, es kommt auch auf die Menge an Ressourcen an, die in der Quest gefragt sind. Also weil wenn du nur 50 Holz abgeben musst oder ob du 500 Holz abgeben musst, das sind... Ja, je öfter man die gemacht hat, desto mehr kriegt man da auch. Also ich bin jetzt schon bei 580 Holz abgeben, auf einmal. Also wenn man wirklich dabei bleibt und es dann fokussiert macht, dann werden die Quests dadurch immer besser, bringen auch entsprechend mehr Gold und dann passt das schon. Ach so.
Aber fokussiert bei etwas dabei bleiben ist halt nicht so mein Ding. Schwierig. Sehr gut. Aber Abstand, glaube ich, groß. Oh. Ist das Ananas? Gibt's Also Güre, bist du gerade in der Stadt? Ich bin, welche Stadt meinst du? Königs. Immerfall? Plan. Ja. Immerfall. Nein. Okay, dann komm ich zunächst hin. Dann müsste man natürlich auch die Bank denn da hinschieben. Also Döse. Wir hätten vielleicht auch sammeln sollen. Hm. Ja. Nachher dann erstmal in Mapjuka. Oh, Verbindungsfehler. MM. Ist nicht Login gut. Services. Too many requested exceptions. Hä? Das hatte ich gestern, als die Login-Server down waren. Hm, jetzt bin ich noch. Gleich wieder, ich bin nicht bei 200. Na gut. Was jetzt? Jojo. Meine Freunde haben mich gerade gefragt, ob ich noch wach bin oder wieder. Geantwortet, ja. Ah, ich hasse diese Boss-Quest, wo du für sie noch skinnen musst. Ich war gerade zweit hier und dachte mir so, schön, haben wir jetzt zwar den Kill bekommen, aber jeder kann noch häuten. Ja, das ist super doof. Jetzt haben sie eine Beta, wo wir beschwert, weil das halt blödsinnig ist. Die Response war relativ okay, die Boss in der Geschwindigkeit, aber auch nicht so schön. Genau, Heinrich. Hauptsache beim Syndikat kriegen wir ein paar Vorteile. Da passt. Ich glaube, der ist nicht. Oder ist er im Voice hier? Nicht hier im Voice, auf dem Stream. Also ich habe ihn über den Chat eingeladen, deswegen. Aber ja, natürlich so. Ich bin sofort an den Upgrades gefragt. Ich denke, das wird einen Tag bestimmt dauern, ne? Sie haben gerade Werkstatt auf 3 aufgerüstet. Die erste Stufe wurde begonnen. Ja, okay, Leute, ich kann nicht lesen.
So, dann gucken wir doch. Dann porte ich mich gleich. Ich habe eh so viele Punkte. Ja, ich war auch nur noch eine Quest hier fertig mit den Bäumen. Und dann porte ich mich auch darüber. Und dann wird er gegrindet. Den ganzen Tag lang Quests machen. Schön Werkstatt auf 3, dann schön. Oh, wobei, wenn ich jetzt hier ganz viele Baumfell-Quests gemacht habe, die werden nach und nach ja besser und höher. Ist es dann in der Stadt da wieder schlechter? Fängt man da quasi auch wieder bei Null an? Ja, jede Stadt ist eigene Questreihe. Ah, okay. Siehst du, da brauchst du jetzt nicht so viel beim ersten Mal abgeben. Auf welche Stadt sollten wir uns... Immerfall. Die unserem Territorium gehört. Naja, für unser Gebiet wäre es halt ganz schick, hier Königsfels zu haben. Also wir noch, aber jetzt noch mal Richtung... Werkstatt. Temporär mal ganz frei. Ach so, da ist jetzt eine von uns. Ah. Wir könnten noch versuchen, ein höheres Gebiet zu holen, weil wir sagen, okay, wir lassen jetzt den anderen erstmal vortritt und holen uns die höheren Gebiete dann, so wie 25, 45, also im Zentrum. Natürlich toll, genau. Ist ja für die Neulinge vielleicht ein bisschen problematisch, denn erstmal anfangen, weil die erst so hoch leveln müssen, aber. Ja, aber auch Neulingsgebiete bringen halt am meisten Geld, wenn man da. Jetzt ja, aber dann im Endgame ist es mitgeben, weil wir da oben sind. Da dann werden wir auch einen Krieg erklärt bekommen. Ich weiß nicht, ob wir genug PvPler haben, die dagegen anstecken können. Wenn das jemand wegnehmen will. Nächste Frage ist auch, weil wir müssen jetzt 100.000 bezahlen, um das Gebiet zu claimen. Aber wenn jetzt eben jemand dann den Krieg erklärt, kann das doch einfach dann klauen und muss keine 100.000 bezahlen. Brauchst du für Kriegerklärung, glaube ich, Geld, aber nicht so viel, wäre weniger. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die Marodeure jetzt gewartet haben, ach ja, Syndicate ist auch gerade hoch, die schnappen sich jetzt ein Gebiet und dann erklären sie einfach den Krieg und morgen hauen die einfach weg. Dann haben sie 100.000 bezahlt. Hast du eine gewisse Vorlaufzeit? Mhm. Gerade so die Mütze voll. Hei, hei, hei. Hei, 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 hei. Danke. Ach, Gott sei Dank, ich habe das Skinning bekommen. Fehlt eigentlich noch einem der klassischen Offiziere bei unseren Community-Sachen noch ein Titel? Damit jeder schön weiten kann. Ich glaube, es dürften eigentlich alle da sein. Okay. Die mitmachen. Suche Fraktion. Nein. Klick. Einladen. Das ist der Nachteil, wenn man random einfach jeden invited. Also, wie viel Holz war das? Stadtprojekte 550. Ja, gibt trotzdem nur 5,7 Dollar. Hm. Vielleicht so bist du so gerade geboostet gewesen.
Da die ganzen Zuhörer sind, damit schnell Gebiete erobern, die einen erkunden haben. Hm. Faktor 10 Gold, dann war auch schon soweit. Ja gut, dann abgeben nach Immerfall und gucken, wie es denn da so aussieht, wenn das Syndikat das übernommen hat. Da müssten ja auch überall schön Flaggen stehen und so. Ja, ist lieber. Ist ganz cool. Ich weiß nicht, wechsel ich da Farbe, weil Immerfall hat ja nicht ein blaues Banner draußen dran. Wechsel die? Ja, die Banner sind alle lila geworden. Ja cool, vorher war es halt blau. Cool. Also neutral wahrscheinlich, nach dem Lauffraktion gibt. Ich weiß aber allerdings nicht, ob es Gildenwappen mit drauf ist. Ich glaube aber schon. Sollte. Das ist das wäre ein gutes Feature auf jeden Fall. Macht. Kompaniewappen natürlich. Ja, Gilde, Kompanie sind das gleiche. Nur anders heißt, es macht nicht einen Unterschied, was es ist. So, dann hüpfen wir mal rüber. Schnellreise. Jo. Das heißt, wir treffen uns jetzt alle da und questen da fleißig rum. So. Ich sofort, ich mache hier gerade noch die Hauptquest fertig. Ich wieder woanders hin muss. Ich weiß nicht, meine Königs-Fallquest fertig, weil da habe ich natürlich offen und dann bin ich unterwegs. Okay. Erstmal das neue ganze Gebiet hier gewöhnen, wo welche Sachen sind. Ja, es sind immer relativ dicht zusammen, so viel unterschiedlich sind nicht die. Trifft sich gut, mein Lager ist voll, also kann ich jetzt wieder. Kannst das nächste zumelden, ja. Ja, auch immer bei jedem Ruf-Upgrade, bei jedem zweiten wird Lager genommen, im Fall. Oh, das Laden mag der absolut nicht gerade. Oh, ja. Jetzt kennst du Windkreis. Ich nehme an, du erkennst nun, was für ein toller Ort Immerfall ist. Boah, jetzt ist hier viel zu viel los, natürlich, was erobert wurde und alle hier hinwollen. Ah, Fieb. Ja. Kann man jetzt schon mal für craften. Wir müssen erstmal die Werkstätten erweitern. Mhm. Für mich nicht, weil für meine Stäbe ist es wohl ein Ticken komplizierter. Mit Arcanum-Zeugs und so. Aber Waffenschmiede sollten hier recht gut gehen. Stäbe aber gehen als allererstes auch. Wird ja? Der normale Werkstatt für Tools upgegradet. Ja, und das ist cool, der Hatchet zählen als Tool. Also da brauchst du Ingenieuren für, um eine Hatchet herzustellen. Ein Waffenschmied. Ja, aber du brauchst die Schmiede. Guten Hunger. Ah. Da steht Engineering 3 wird vorausgesetzt. Ja, aber trotzdem brauchst du die Schmiede. Engineering 3, aber die Schmiede brauchst du auf 3. Ah. Du brauchst den Skill Engineering, aber du stellst sie an der Schmiede her. Ah, okay, dann ergibt es dann doch Sinn. So halb. Weiß eigentlich nicht. Ich verstehe nicht, warum das Engineering ist, aber. Naja. So, jetzt bin ich bei 100. Ja, hier ist das neue Quest. 50 Leinen. Ich habe 250 Wasser holen. Ach, 50 Leinen, ja, kann ich jederzeit. Ich habe suche nach einer Niete. Wo ist denn Schmetter, wenn man ihn mal braucht? Nein. Komm, der war gut. Regenwurmköhner raus, Leder. Ja, das Problem ist, die ganzen Ressourcen für die Quest sind halt noch in der alten Stadt, ne? Dann legst du hier einen Gasthofpunkt aus. Dann, wenn du dann irgendwann wenn du wieder fertig bist, produzierst du zurück. Also mit leerem Inventar, holst alles ins Inventar und dann produzierst du wieder Gasteil. Mit dem hier Astel kostet. 43 Minuten noch. Sickerstein und Öl habe ich noch nie. Wenn beide Fraktionen und beide Gebiete uns gehören, können wir glaube ich so tauschen, oder? Das ja. Ist glaube ich offen, ne? Ja, weil sie verbunden sind. Diese komischen Quest-Sets, die dem anderes Item. Okay.
Iki schreibt, war die letzte Stunde nicht aktiv dabei. Was gibt's Neues? Es gibt jetzt ein erobertes Gebiet vom Imperium. Das ist auch eine Syndicate-Gilde. Das heißt, Syndicate scheint relativ stark auf dem Server zu sein. Und wir trudeln inzwischen bei 12.700 rum, also 12,7% von dem, was wir brauchen. Das dauert also noch ein bisschen. Achso, entsprechend ziehen jetzt die meisten von uns auch in diese Stadt um, weil es da jetzt mehr Quests gibt. Weil sobald eine Stadt einer Fraktion gehört, da ist auf der Tafel mehr zu tun. Also gibt es da jetzt drei neue Quests, zum Beispiel für das Erweitern von den Werkstätten und dergleichen. Und es müsste dann bald auch noch 6 andere geben, aber ich weiß nicht, womit die zusammenhängen. Das eine ist Fort Upgrade, das andere ist Stadt, wo du nicht aktivieren kannst. Fort Upgrade? Fort Upgrade, also für dich, okay. Für die Fraktion. Ja. Wo wird denn eigentlich das ausgefochten, wenn das belagert wird? Im Fort oder in der Stadt? Im Fort. So ist es. Am Fort, da die Fort sind ja meistens, Okay, dann ergibt es auch Sinn, nur weil ich habe bei irgendeiner PvP-Aktion wurde auch irgendwie Stadt angegriffen, aber es kann halt natürlich auch so ein Open-World-Ding gewesen sein. Ja, es Beta. Gibt ja auch so einen PvE-Angriff. Und die PvP-Kriege und ja, gibt ein paar verschiedene Sachen. Oh, T3 ist doch gut. War nur grün, aber trotzdem. T3. Ich habe noch keins von gesehen, die blauen, ne? Nee, das ist noch grün, aber es T3 schon, hat schon 3 Striche da oben. Das ist so. Die sind immer noch grün, aber du kannst ja die sind halt manchmal trotzdem schon ein bisschen höher. So, jetzt noch natürlich fest zurücklaufen. Sehe ich, dass ja, es keine Autotage gibt und du selber ziehen musst? Ja. Das ist Mountain Blade-artig. Es ist sehr ich muss sagen, es ist sehr vergeben an vielen Stellen. Ja. Bisschen daneben schießen. Ja, also macht das Melee-Sein auf jeden Fall angenehmer als bei anderen Spielen. Da fühlt man sich sehr benachteiligt. Also ich habe Main meistens Melee gespielt, Melee DPS. Und dass man erstmal rankommen muss und bei den ganzen Movement-Sachen immer keinen Schaden macht, während die Caster hinten stehen, aber weiter zaubern, das bist du schon ganz gut gelöst. Ich habe den ganzen Zauber eigentlich fast immer alles, was im Fernkampf verzaubert ist, mit viel Verzögerung drin. Und das habe ich trotzdem gleich stark. Und also halt gut zu dodgen und die ganzen Range-Sachen muss man sehr genau treffen, um das auszuweichen. Ja. Ja, ich habe eine Niete gefunden. Cool. Eine Niete? Ja, und ich geschafft es. Achso. Mal schön dran denken zu essen. Ich hab gar nicht geheilt zwischendurch. Ja, wenn man nicht ein bisschen da ist, ne? Ja. Ja, nur wieder kochen, mein Essen. Ich hab leider lange zu Neige. Ja, ich hab jetzt auch viel nicht mehr gekocht. Ich hab so viele Kochressourcen jetzt auch. Ich sammle ja quasi genau die Sachen, wo die ganzen Kochressourcen mit dabei rauskommen. Ein bisschen fischen, ein bisschen Fischöl. Ich habe noch gar nicht gefischt.
PvP-Cast immer schön abgeben, bevor man gekillt wird. Schon muss wieder gestorben? Nein, ich bin nicht gestorben. Ich laufe jetzt nur nach einer Quest schon wieder nach Hause, weil ich keinen Bock habe, jetzt zu anderen hinzulaufen, da zu sterben und dann die anderen zu verlieren. Ja. Finde ich hier Wegquest wenigstens ohne Gold? Nochmal? Finde ich die PvP-Quest wenigstens ohne Gold? Sollte mal gucken. Ich mache sie primär für die Punkte. Nein, das war doch ein normaler Mist. Wir bringen so doppelt so viel an Marken zumindest. Geld ist identisch. Ja, ich hätte auch erwartet. Also mehr Rufen, mehr Marken, was logisch ist, weil es schwerer ist. Ja. Hast du natürlich einen neuen Rucksack gemacht oder läufst du noch mit den 50er-Halb-Dingen da rum? Ich glaube noch mit dem 50er rum. Wie macht man den? Also Ressourcen sind also in einer Stadt. Ja, schneidest du 1000 Marken. Genau. 1000 Marken, 250 Gold für das Teil und dann halt, herstellen. Und halt noch Leinen und Eisen und. Ich habe meinen direkt. Ja, wir reden von 8 Bahnen, 2 Leinen gecraftet. Und nur nicht, dass du es nicht im Inventar hast, oder so. Ich habe meinen direkt grün gecraftet und mit Leder Sachen sind leichter. Gibt es ja auch noch irgendwie so Ressourcen für. Okay, ich schaffe starker Heiltrank. Ne, starker Trank der Regeneration. Das klingt schwierig. Ah, irgendwie. Skill 3 oder sowas war holen. Das Skill, wenn es nie gemacht ist, ist ein Problem. Gewöhnlich auch. Vielleicht soll ich die Quest einfach abbrechen. Geht das wieder extra langsam, weil ich bei den letzten 8 Plätzen bin. Aber wenn du jetzt schon auf 8 bist, gingst du gut. Wer hat mich da angeschossen? 24er Typ jagt mich gerade, sehr gut. Hey, ist der Brokkoli so? Ah, das erste Regiment hat Windkreis beansprucht. Was, wie wo? Das erste Regiment hat Windkreis beansprucht. Ja, weil wenn die halt nie beanspruchen würden, würden die halt, müssten die sonst hier erst noch 24 Stunden warten, ehe der Kampf beginnt. Bekommen wir nochmal dunkles Fleisch von welchen Tieren? Das ist nämlich alles. Also halt Tier 2, 4, also alle aggressiven Tiere. Auch dunkles Fleisch? Ich müsste es fast mal setzen, keine anderen Sachen. Nee, ich kann es aber nicht gerade nicht ersetzen. Okay. Ich will hier gerade energiesparende Reisten probieren. Karten für die Quest. Oh, die sind unter uns. Ja, es ist vielleicht doch keine so schlechte Idee, ein Gebiet weiter oben zu ansprechen. Ja, mit Königfels hätten wir halt 2 benachbarte Gebiete, ja. Ne? Naja, und ich hätte das aber recht viel gequestet, manche andere auch. Das wäre auch ganz praktisch, dass man da weiter seine. Ich finde Königsfels sehr schön. Das Problem ist halt, du kommst da nirgendwo wirklich hin, deswegen zentral eigentlich fast angenehm für dich. Von da aus, weil du wegkommst, wenn du anders bist. Ja, stimmt auch. Und jetzt, wenn wir bald ein paar Level höher sind, dann. Das glaube ich auch wieder nicht mehr, oder? Also, es dauert ja eh eine ganze Weile, bis wir wollt. Ja, gut. Und nichts ist endgültig, kann das ja auch zurück. Damit sie meint, ich glaube, ich muss aus Windkreis wegziehen. Die werden dich ja nicht angreifen, das ist kein Open PvP oder so. Ja, der Finger hat Herstellungsgebühr im Windkreis. Ich gebe denen doch nicht von den Steuern. Ja, okay, das ist ein Argument. Wenn ich wieder drin bin, werde ich als erstes davon wegziehen.
Außerdem kriegt er relativ viel Ruhe, wenn ihr jetzt alles abfetzt, macht ihr relativ viel Ruhe, weil ihr das auch noch. So was, vorne. Irgendwie sind Berggebiet-Karten? Nee, ne? Wie bitte? Kann man sich irgendwie zum Startgebiet porten? Nö. Nee. Also jeder in, halt eben teleportieren. Ja, okay. Nee, ich meine, das ist wirklich zur Insel, weil da ist ja, sind ja lauter Wildschweine. Geht mir auch sicher. Ist dunkel gleich. Oh, man kommt da gar nicht mehr durch, wenn man die Quest nicht hat. Mist. Doch. Ich bin da noch durchgekommen. Oder ich habe eine andere Quest, das kann sein. Du musst E drücken, also musst interagieren damit. Ja. Nicht durchlaufen. Ich weiß. Aber ich stehe davor und es kommt kein E. Deswegen laufe ich hin und her, um vielleicht irgendwo das zu triggern, ja, aber es kommt kein E. Vielleicht kannst du ja, wenn du dreimal gegen läufst, klappt. Mhm. Ach Gott, jetzt sind hier auch nur noch Grüne unterwegs bei mir. Ey, die werden jetzt alle dahin wuseln, weil sie uns helfen wollen. In Königsfels, aber nicht in. Oh. Nicht, dass das deren Backup-Ziel ist. Haben wir die zweitgrößte Gruppierung ist halt auch Marauder, ne? Ja, das sind die Karten Marauder, die größten werden, weil die einfach am Story-Flair am besten sind, mit angenehmsten. Auch gesagt, aber die meinten nö. Also, besiege Ahnenwächter-Regent. Weiß jemand, wo der Ahnenwächter-Regent ist bei diesem Turm? Nein, die Quest habe ich auch. Aber versteht das Spawn dort auf dem Boss. Quest ist übrigens Stufe 9, ne? Ja, weil ich hier in der Stadt noch keine Quest gemacht habe. Der Spawn, da wo du gerade stehst. Ja, was wird der hier sein? Ja, der hat das Quadrat über seinen Schädel. Ja. So, dann da weiter. So, jetzt Räte. Du musst looten, oder? Eine Raute. Das ist ein Name, eine Raute. Dann ist. Fallschaden ist echt super. Haben wir aus dem es Turm gesprungen, 20% und weiter. Also, ich bin aus einer doppelten Höhe, wie du jetzt letztens gesprungen hast, von dieser riesen Bergkette, wo ich dachte, es ist oben drauf und es war eine Höhle und ich habe irgendwie nur Hälfte Leben verloren. Ich bin irgendwie 4 Sekunden gefallen. Ich habe wirklich kurz die Entscheidung bereut und da mich erinnert, Moment, ich bin hier im New World. Nicht so wie in manchen anderen Spielen, wo man nur 2 Meter fällt und sich schon alles bricht. Ja. Oder. Naja. 2 Meter runterspringen geht gerade noch, aber alles mehr, da kannst du schon gut in Real Life Probleme haben. Also, erst bei 2 Meter, wenn du falsch aufkommst. Ja, ja gut. Wenn du mit dem Kopf zuerst. Wenn du zuerst aufkommst, wenn du damit umbrichst, dann ist es da auch ganz schnell ganz schön. Ich meine, wir sind nicht hier in der Welt, wo wenn du stirbst, wiederbelebt bist. Wo, genau, hier werden einfach die Beine wiederbelebt nach dem Fallschaden. Ja, genau. Die wachsen einfach sofort nach. Kriegst du erstmal einen Witz auf den Stumpf und dann wächst du auch mal wieder aus der Erde raus. Deswegen ist es ganz passend, weil Zwerge wachsen ja auch einfach aus der Erde. Sind das Orks? Zwerge, oder? Ich denke, in ganzen Abweichungen, welche Romane du liest, es gibt ja durchaus Stories, wo die Zwerge aus dem Stein geschlagen werden und dann wieder überlebt. Das ist dann schon jüdische Geschichte mit dem Golem, mit dem ja, ich meine, im Sinne von, als ich doch für die Fantasy-Romane, wo es so ist, dass die Zwerge gegenseitig aus dem Stein schlagen und dann vom Altar beten und zu leben. Um zu argumentieren, dass sie keine Frauen haben. Das ist aber auch eine süße Idee, dass man quasi sein Kind dann aus dem Stein schlägt, also selber baut. Ja, Ma, warum bist du denn abgerutscht und hast meine Nase so hässlich gemacht? Geht's ja Kyria. So, Plato fragt, was gefällt dir an New World bisher am besten?
bin bisher hin und her gerissen bei dem Spiel. Also es ist gut, dass du jetzt hin und her gerissen bist und nicht sofort am ersten Tag gespielt hast, weil da haben sich recht viele das ein bisschen vermiest, weil es halt super chaotisch war. Mir gefällt sehr gut, dass es kein festes Klassensystem gibt, dass man theoretisch alles auf Max spielen kann, dass man Territorien erobern kann, dass die ganzen Questreihen auch was bringen, also die wiederholbaren Queste, dass dadurch dann die Städte vorankommen, dass man selber in der Stadt auch mehr Ansehen bekommt, dadurch dann mehr Sachen einlagern kann, dass die weiteren Quests dieser Art dann auch mehr bringen, also man kann überall irgendwas machen und es ist sinnvoll. Das Craften ist auch sehr schön geregelt, es gibt eigene Häuser, also es fehlt noch sehr viel, aber das sind, glaube ich, bewusste Lücken, sowas wie Reittiere, Schiffe und dergleichen. Das ist ja auch gerade erst am Anfang. Aber bisher ist es, abgesehen von den drei Bugs, die mir so primär auffallen, und dem Problem mit der Quickie, ein super Spiel. Weswegen ich es hier heute auch schon wieder seit 8 Uhr morgens spiele. Was mich dann halt ein bisschen zu bewegen. Bewegung. Immer schön strecken, Beine auch gerade machen. Essen. Die beste Schreibung, die ich gerade war ein Above Average MMO, also über den Durchschnitt, aber für den MMO sehr gut. Also Reittiere finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Also die Wege sind jetzt nicht so weit. Nee, man ist halt verwöhnt von den anderen MMOs, wo man sofort überall hinporten kann und so weiter. Da muss hier ein bisschen mehr nachdenken und planen. Und das ist ich halt denke mir nicht, also schwierig. Das Entscheidende ist, in anderen MMOs ist man auch nicht schneller, obwohl man ein Reittier hat. Also die Wege halt weiter dann. Also, wie gesagt, das habe ich glaube ich gestern gesagt, ich hätte halt jetzt nicht unbedingt ein Reittier wie ein WoW, was mich super schnell macht, sondern einfach vielleicht ein bisschen schneller als Schrittgeschwindigkeit. Aber dann einfach ein Esel zum Beispiel ist, den ich einfach vollpacken kann, um dann in der Stadt rumzuziehen, um meine Ressourcen zu ziehen oder so. Das wäre ein Large Car. Cool. Ja, oder genau, sowas. Also wirklich. Von mir aus wirklich ein Karren, wo ich eine Perle dranhängen kann. Oder alles so auf dem Kopf, weißt du? Also Bisons meine ich natürlich. 4 Speed Bisons. Ich will Strike Speeds haben mittlerweile. Schmetter meinte, 4 Speed ist mittlerweile Maximum. Ja, aber es gibt mittlerweile Speed und Track, also fürs Ziehen von Kahn Unterschiede. Ah, okay. Plato sagt, hab das Spiel ein bisschen in der Beta verfolgt und die Charakter-Customization in Sachen von Skilltrees und Items kam mir sehr flach vor. Also ja, sind nicht super viele Gegenstände bisher. Ich weiß nicht, wie es mit Rüstungssets später aussieht. Und Charakter-Customization, es sind halt am Anfang noch nicht so viele Waffen. Man kann ja zwei Waffen ausrüsten und die haben jeweils einen eigenen Skilltree. Das heißt, man hat zwei Skilltrees durchgehen. Man kann auch jederzeit die Waffen hin und her wechseln. Und sobald mehr Waffen dazukommen, gibt es halt auch mehr Skilltrees und mehr sinnvolle Kombinationen. Also momentan gibt es aber nur eine Waffe, die auf Fokus skaliert. Das heißt, es gibt nicht so gute, sinnvolle Zweitwaffen für Fokus. Da soll wahrscheinlich die Void Gauntlet kommen, dass es da noch eine zweite Waffe für gibt. Die hat es wahrscheinlich ja nur als Secondary. Aber so wird halt nach und nach das immer mehr, was das angeht. Wo hast du nur die Infos her mit den Waffen? Ich habe die eine Nacht noch nicht schlafen können vor Release. Da habe ich YouTube-Videos geguckt. Oder hast du dir einfach ausgedacht? Achso, ja genau. Nee, aber woher stammt die Information? Also ja, von einem YouTube-Video, aber ich meine, es ist einfach... Die haben Gedata-Mind. Ah, okay. Also relativ solide. Gedata-Mind und teilweise offizielles Statement von denen. Also ich mir zum Beispiel wünschen würde, ist einfach jetzt zwei Hatchets einfach, dass wir fragen können. Dual Wield ist auch eins der gefordertsten Feature. Also vor allem mit der Hatchet ist halt ein bisschen traurig. Aber ich wiederhole mich. Ja. Die Steinblöcke, das ist wieder schnell. Für Steinblöcke habe ich noch gar keine Quest gesehen. Es gibt eine richtige Quest für Steinblöcke, aber auch musst du nach Windfall runter wieder die abliefern. Nimmst den Windfall an und tust du nach erstes Licht liefern. Eine richtige Quest und dann hast du halt noch die Quest für die Steinblöcke. Ja. Aber es ist halt wie verarbeitetes Holz. Weil man die nicht abliefern muss, die musst du nur irgendwie mal im Inventar haben, dann kannst du die wieder abtun. Ja, muss ich nur deswegen, es ist aber nicht schlimm. Mein Schlüssel versteckst du Rotenverstein und machst ihn da. Das ist keine Kunst.
Es braucht mich, die Befürchtung hatte ich gestern, weil ich habe die nämlich irgendwie wieder vergessen mitzunehmen. Ja. Aber dann kam, konnte ich einfach so abgeben, die Quest. Es muss halt nur in der gleichen Stadt sein. Das ne, es war eine andere Stadt, ja. Es war von Windfels nach Erstlicht runter. Aber wie war das jetzt? Wenn wir zwei Gebiete haben, dann kann man das Lager transferieren, oder wie war das? Dann soll ich. Du kannst von einem Lager ins andere Lager transferieren, wenn das Start und das Ziellager hier gehören. Also hier gehören oder deinem deine Fraktion. Ah, das ist natürlich. Es kostet aber irgendwas. Also. Ja. Oh. Was soll ich töten? Verloren. Jetzt muss ich die Schnellreise günstiger. Das ist ganz praktisch, wenn die günstiger Schnellreise. No. Ich kann mich beim Neuling entscheiden können, ob ich seinen Wolf, an dem er gerade gestorben ist, heute oder ihn wiederbelebe. Ich habe natürlich wiederbelebt und ihm den Wolf gelassen. Na, da wäre es okay gewesen, ihn wiederzubeleben, den Wolf zu häuten, so als Austausch. Wolf wollte ihn dann wiederbeleben. Nee, Wolf wollte ihn weggehen. Das hat einer schon mal bei mir gemacht, das war sehr nett. Das ist einfach nur Arsch, das hatte keine wirklichen Nachteile, ne? Nee, also das Auto, dass du kurz Zeit verlierst, wenn du eh kriegst. Das fand ich bei Guild Wars ganz nett gelöst, dass es dafür halt auch Erfahrungen gibt, wenn man Leute mit dir belebt. Jo, ja. Da steht Rückzug Frau. Hm? Der Voice Channel ist auch buggt. Nee, der Wolf ist buggt. Da stand einfach unter seinem Namen Rückzug. Und er hat einfach die Wand angeguckt. Und man konnte ihn hauen, wenn er wollte, aber er hat keinen Schaden bekommen. Und jetzt ist er plötzlich umgefallen. So, nachdem ich weggegangen bin. Töte Piraten, suche einen Thron. Ja, das ist halt echt ein Riesenvorteil, wenn man das schon mal die Welt gespielt hat. Klar, dass man weiß, wo die ganzen Thronen sind und sowas. Kann man die Quest viel schneller erfüllen. Wird auch gerade erwähnt, wenn du nach den New World neue Waffen googelst, findest du einen Artikel, also wegen der Void Gauntlet und ähnliche Sachen. Ah, danke. War nicht auch eine helle Bar oder so dabei? Weiß ich gar nicht mehr. Ich mir auch wünschen würde, eine Fähigkeit mehr, die du auswählen kannst. Eine vierte Fähigkeit. Also, ich bin frei, so ein bisschen. Ja, reicht's eigentlich. So, noch die Hälfte geschafft von dem Lager und von der Werkstatt. Du bist gerade am Hin- und Her-Transportieren, oder was? Ich hab nicht geguckt, die Werkstatt, wie viel die braucht. Hälfte Punkte sind drin. Hälfte? Wow.
Geht ja viel schneller dann als erwartet. Ja, es questen halt alle gerade daran. Ja. Weil alle es haben wollen. Artischocken ist natürlich auch gut. Auch die Frage, was ist die Lieblingsspeise von Piraten? Ja, Piraten. Haben wir da neues Zeug? Das da ist nicht so gut. Oh, sogar Intelligenz. Ausrüsten. Ja. Ich hätte eine Geschicklichkeitsweste im Angebot. 265, falls sie wer braucht. Weste. 265. Und ein 268er Speer. Geschicklich, ja. Die anderen Sachen benutzt man. Also die Weste würde ich wohl nehmen. Wo bist du gerade? Ich bin bei Königsfels. Ja, und gehst du auch noch ein bisschen wieder wieder bin. Ja, ich weiß jetzt mal im Winter. Bist du bei Immerfall? Wie heißt das? Immerfall? Nein, da komme ich relativ schnell hin, also. Ich bin nämlich gerade hier in dem Zipfel. Oben mal Königsfeld. Ja. Ich will weg. Vorbei. Durch hier, ja. Dann nächster Halt. Stell dich für Überlebenskünstler Lee, Meister Henry und den verlorenen Piraten am Ort Steinzahnterrasse. Achso. Ist die Quest 15 starker Generationszeit abgebrochen und habe 30 Steinbrocken bekommen. Das ist eine angenehmere Quest, ja. Ja. Geringfügig? Ja, ganz geringfügig. Nur ein bisschen. Eieiei. Blöderie hängt in der Luft, ich kann das nicht halten. Macht das auch für komische Sachen? Hat es dich überlistet? Ich muss erst den Baum fällen, der daneben. Ich habe auch eine Verzauberung auf meinem Häutungsdolch, dass ich. Jedes Mal, wenn ich was heute einen Asos kriege. Das ist gut, ja. Kann ich mir schon mal die Teleportkosten wieder reinholen?
So. Komm ich hier. Spawns sind echt kacke. Jo. Eben geschossen, Thema. Glaube ich an die Tür. So, was gibt's noch? Mhm. Das ist, wenn du nach oben gehst und dann wieder runter irgendwo in der Ecke, ganz versteckt. Ah, okay. So, jetzt komme ich immer vor rein. Okay, also machen die Quest noch zu Ende, dann komme ich auch dahin zum Abgeben. Jetzt so viele Leute alle. Ja, hier ist gut was los gerade. Ganz viel grün. Oh, der ist schon wieder da. Dann kommt er doch schneller als erwartet. Der Boss spawnt schnell nach. Der Boss, wo ich gerade bin, der spawnt extrem langsam. Sind bei dir auch viele Leute? Ja. Ja, okay. Ich gebe dir einen Tipp. Beginne ich mit einem Heiler in der Gruppe, wenn der einen Heilkreis macht. Der overhealt dann alle, die beteiligt sind. Und muss so schnell den Boss killen. Kann das ein bisschen dauern, der schmilzt. Ich hätte das auch gestern, dass einer die ganze Zeit einfach geschmolzen ist. Ich habe 3 Bosskills mitgemacht. Hab nie die Beteiligung bekommen. Der Boss ist halt bisher seit 10 Minuten noch nicht wieder respawned. Gott. Ist eine Ewigkeit für. Yep. Grün, gelb und lila, hier ist alles. Ja, gelb haben wir kein Gebiet, oder? Nö, ich wurde in eine Gruppe hier eingeladen. Juhu. Zumindest. Heilstab auf Stufe 2 bringen. Ach, geschafft, ich auch den, ja. Den Heilkreisel skillen. Ich laufe jetzt Richtung Immerfall zurück.
Hat noch jemand in der Nähe im Fall eine Axt über, vielleicht eine Eisenaxt? Eine Eisenaxt könnte ich craften. Das ist super, weil ich habe keine Ressourcen hier in der Nähe. Ja, das ist auch eine Frage. Ich habe nämlich, glaube ich, auch keine Ressourcen. Also in dem Fall habe ich genug Ressourcen dafür. Ich müsste auch craften können und ich habe Stats. Dann macht ihr das. So, wo ist hier die Werkbank? Alle Bündnisspieler zur Konvergenz können gleich eine Fort kaufen. Weiter unten ist dann nach rechts. Rechts? Nee, das bist du gar nicht. Ob das jemand anderes ist. Ja, wieso hört sie nicht? Fjapit, bist du bei uns auf dem Server? Sonst hört sich so an, als hätte das Bündnis gleich auch ein Gebiet. Was dann aber super wäre, wenn alle drei eins haben, dann ist es nicht so überpowered, dass eine zu sehr vorankommt. Ja. Ach Mist, ich brauche 80 gereiftes Holz, ja. Das wird schwierig. Das ist nicht schwierig. Ja, ich muss mal gerade gucken, was für ein Skill ich habe. Hab ich warum je? Der Mütze fragt, wo ist denn im Immerfall der Schnellreisestein? Oben beim Rathaus. Ein Stückchen höher als das Rathaus. Also da hier. Ich muss erstmal Ressourcen rüber schaffen. Ich habe nicht genug hier. Okay. Ich kann reinkommen. Oder du kannst rüber. Das sehe ich. Ja, im Chat wird auch gerade erwähnt, das Fort wurde erobert von Grünen. Das ist doof, ne? Da braucht man extra eine Kriegserklärung für und alles. Nö, das Fort kannst du immer erobern. Also das ist auch ein Punkt, wo man sich dann tagsüber regelmäßig prügeln kann und nicht erst 24 Stunden warten, bis ein Krieg anfängt. Das Fort bestimmt auch ein paar der Boni, die man vom Krieg bekommt. Die gehören jetzt früh in den Schutz. Aber es müsste irgendwo eine Influence-Anzeige für das Gebiet geben und erst wenn die auf 100% ist, kann die Fraktion einen Krieg erklären. Was? Eine Einflussanzeige gibt es irgendwo, ich weiß nicht wo. Okay. Wenn du eine Karte auf hast, diese rauszoomst. Ah ja, der Balken da unten. Der muss halt 100% sein, damit dann die den Krieg erklären können. Also ich habe den Stein noch nicht angefasst. Doch habe ich, war mir schon hingeportet. Irgendwie ist es ausgegraut bei mir. Schnellreise geht nicht, Schnellreisen hat es überall. Schnellreise geht nur von Schnellreisepunkten. Hast du vergessen, Schnellreisen ist wirklich nur zwischen Schnellreisepunkten. Oh, okay. Bin ich zu verwöhnt von dem Gasthaus. Ist das Gasthaus schon aktiv? In 2 Minuten kann ich porten. Lass so immer New World spielen. Ja, ich werde dir das zeigen.
wichtig ist, dieses Wochenende würde bei mir und auch die Hälfte der Osterferien. Gucken, ob sie gefällt. Wie alt ist sie denn jetzt? 11. Hey, 75 beim Ernten. Ist aber kein. Oh nee. Ich weiß gar nicht, was man jetzt als nächstes so ernten könnte. Müsste dir eigentlich anzeigen in der Fähigkeit, also bei K-Fähigkeiten. Ja, 75 war anscheinend nicht. Anscheinend irgendwie mit 80 oder so dann wieder. Herrgott, die Kräuter hier vor immer voll, die spawnen so schnell wieder. Kannst du einmal um den Baum laufen und sind sie wieder da. Solange du keinen PvP an hast, bist du noch in Sicherheit, ansonsten wird's gleich warm. Kannst du echt warm anziehen. Da läuft gerade eine ganze Truppe von Marodern hin. Immer wohl. Und voraus. Keine Axt auf. Reihenfolge, zurück zur Stadt, tauschen mit dem Busteil da, Quest abgeben, Zeug wegsortieren und dann werde ich auch bei dem Fort mit Bob vorbeischauen, gucken, ob ich dir helfen kann. Also eher bei der Stadt musst du hingehen, da sind es ja. Ganze Trupp von Marodern. Sobald du dich da auch einfindest, sag Bescheid, dann komme ich auch, dann mache ich damit. Währenddessen werde ich jetzt mal Holz farmen. Wie kommt es eigentlich, dass du mal ein MMORPG spielst? Kenne ich bisher nur als Singleplayer. Ich hatte mehrere Community-Events schon. Also wir haben anderthalb Jahre EVE Online gespielt, jetzt zweimal ein Jahr Wurm, Wurm Unlimited zwischendurch. Was hatten wir noch? Wir hatten Minecraft-Server. Na doch. Ist aber halt jetzt schon über 10 Jahre verteilt. Eine Weltraumspiel. Aber da irgendwie so hieß das. Avorion. Da haben wir auch ein bisschen was zusammengespielt, aber nicht so lange, ja. Das war lustig. Ja, hat inzwischen auch ein DLC bekommen und ein paar nette Patche. Vor allem war es cool, dass du, wenn du in Gebiete reingesprungen bist, die noch keiner gesehen hat, die nach dir benannt wurden, glaube ich, ne? Das war bei. Also ich weiß bei Elite, wenn man auf Planeten. Nee, da wurden sie nicht benannt. Bei No Man's Sky, da kannst du die Planeten benennen. Oh. Werkstatt 3 ist fertig. Ja, Werkstatt ist fertig. Go, go, Kyria. Kyria. Ja, ich hol gerade schon meine Ressourcen. Kyria. Juch, dann kriegst du mal keine Axt her. Hallo, ich hab ihr gestern 100 Eisen am Kopf geworfen. In die Hand gedrückt. So, ich. Komm rein, ich bin beim Bürgermeisterhaus wegen der Brust. Bürgermeisterhaus, wo ist das? Oben bei dem Brett. Gouverneurster. Ich würde sagen, die Anschlagtafel, die findet man wenigstens. Ja, stimmt. Anschlagtafel, da. Hier ist eine Anschlagtafel, nein, das ist was anderes. Na gut, da. Genau. Drücke H, das geht wieder nicht. Will ich versuchen. Akzeptieren. Willst du irgendwas haben? Mhm.
Danke. Sehe ich 23 auch. Stunden zum nächsten Ausbruch. Wie bitte? 23 Stunden Cooldown bis zum nächsten Ausbau. Einen pro Tag kannst du aktivieren. Boah, wir laufen gerade lauter nackt herum, weil es alles leckt und einfach die Klamotten nicht geladen werden von den Leuten. Okay. Na gut. Meister Henry eine Abreibung verpasst, nicht wahr? Hoffentlich steht es nicht mehr auf. Sei mir gegrüßt. Wir sind beide auf der Suche nach Bissen. Würde New World gerne einen Heiler mit Bogen spielen? Ja, das geht. Fühlst du dich in New World gestresst durch die ganzen Quest oder entspannt? Ich stresse mich gerade selber, weil ich halt versuchen will, einigermaßen voranzukommen. Eigentlich würde ich wahrscheinlich ganz anders spielen. Viel mehr in Ruhe, Ressourcen grinden und dergleichen. Aber jetzt gerade zum Release klicke ich die Quest doch einfach durch und lese da wenig und so weiter. Es kommt halt immer darauf an, was man genau machen will und wie schnell man vorankommen will und dergleichen. Genau. Ich habe halt der ist damals sogar in der Beta schon anders. Die Story irgendwie gemacht. Dachte mir schon, dass das beim Launch dann nicht so entspannt ist. Ja. Und bei der Beta war mir das ziemlich egal. Was ist optisch anders, Kyria? Der Schuppen, wo ich crafte. Achso. Ja, weil er aufgewertet wurde. Das ändert sich schon alles. Warte mal, lass mich raten. Wirklich? Dann hast du mir einen riesen Gefallen getan. Ach, natürlich, der Magistrat. So, Quests sind alle abgegeben. Gucken wir doch mal an Sterben PvP. Achso. Ist jetzt in den Krieg da. Ja, ich tingle mal von der Stadt den Weg entlang und guck, was passiert. Jetzt haben wir uns alle vor der Stadt und dann zusammen hin. Ich kann mich wahrscheinlich dann an den Stahl setzen, noch mehr Stahl setzen, Kyria. Ein bisschen genug Eisen haben. Ja, ich stelle jetzt auch noch mal ein bisschen Stahl her. Ich brauche vor allem mehr Holz gleich. Ja gut, das kenne ich nicht. Ja, ich gehe gleich vor die Tür. Ich habe mir jetzt erstmal eine bessere Stahlholzaxt gemacht. Ich habe jetzt 3 Stahlpicken zum Ausgeben. Hallo, Kyria, wir kennen uns. Wir mögen uns. Als zweite Mal bescheide ich. Stahl. Ich stehe schon hinter ihr. Ich hab gesagt, du bist ja. Ist eine von den Stahlspitzhacken mit Chance auf Bonus auf Delta-Ressource? Ja, die habe ich für dich. Das ist gut. Passiert dich. Ja. Ich habe gesagt, du musst hier reparieren, was ganz praktisch ist, wenn du das hier machst. Die habe ich Juchtern gegeben und die andere kriegst du und ich habe für mich selber die mit der Schnellreiserfunktion. Mit mehr Astrop, ja. Mhm. Und meine Holzfäller-Axt hat Astrop-Extraktion und Holzfäller-Glück. Wo bist du, Radex? Ich bin noch gerade der ganze Weg. Ich muss schnell die Tweet abschließen, dann gehe ich weg. Ja, ich kann jetzt noch 55. Ne, 58. Ja, vor der Stadt wird geprügelt, falls jemand mitmachen will.
Das ist recht ausgeglichen. Ja, wenn es mir eine Action machen können, ist das total sehr gut. Kann sie nicht machen. Ach nee, kann sie nicht. Stimmt. Ich bin doof. Hab ich das schon mal erwähnt. Was wird morgen warten? Ich sagen, ich bin vergesslich. Das ist... Oder wir warten, dass ihr den anderen Fraktionen Anlauf aufzieht, weil die alle von die Werkstatt machen, weil alle die besseren Tools haben wollen. Wo ist denn die Kyrie? Ich habe jetzt aber nicht gesehen, dass ich gut Waffenskill bekommen habe, obwohl es Kill-Nachrichten gab. Kyria? Oh, warte, falsch. Ich wollte dich in die Gruppe einladen. Hey, jo. Ich hab die falsche Anfrage doch schon angenommen. Ja, ich hab gerade, ich wollte dich in die Gruppe einladen und bin verrutscht. Und du hast mich als Freund entfernt. Aha. Okay. Ach nee, es gibt einen Ebenholzsteinbruch und Ebenholzsteinhöhle. Danke. Oh. Während sich alle prügeln, hackt Kyria Holz. Sehe ich das richtig? Ja, ich muss ja Stahlteile herstellen, also. Ich stelle mir das einfach gerade so vor. Kuppel schlägt sich um einen Baum herum und Kyria ist genervt, dass. Leute sich hauen. So ein Target ist noch komisch. Okay, so. Kannst du mich auch in diese Gruppe einladen? Was? In diese Gruppe. Bist du da in der Gruppe? Nein, du bist nee, das ist keine Gruppe. Und außerdem sind die Grünen gerade viel zu stark hier. Die hauen gerade alles nieder. Das wird erstmal nichts. Kyrie, warum hast du mich jetzt gerade nochmal in der Gruppe eingeladen? Ignoriere es einfach. Schimmer, was die Frau. Ich habe noch eine Idee. Ja, du bist doch von der schnellen Sorte, oder? Pass auf. Wenn du Petrovski das Herz überreichst, sag ihr, es handle sich um ein anonymes Geschenk. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. So, Gasthof ist fertig. Ich TP. Wie wackelt es gerade bei dir, Sergio? Bild. Wie immer noch? Stotterei. Nee, gerade eben beim. Ja, das hatte beim Laden zwischendurch, wenn wenn ich hinterherkommt. Von den ganzen Charakteren. Aber ich bin mal kurz auf, kann man was in den Ofen schieben. Ich glaube, ich habe gerade die nächste Quest gesehen, obwohl sie noch nicht verfügbar ist. Ah, ich wohne auch schon mal den Bug gestern.
Teamspeak. Chat.